Aber wie schnell werden die Schritte in die richtige Richtung gemacht? Darüber wollten wir gerne mit Gesundheitsminister Anschober sprechen. Er hat unsere Einladung leider abgelehnt. Aber ich begrüße live in unserem Interviewstudio seine Sektionschefin für öffentliche Gesundheit, Katharina Reich. Guten Abend. Guten Abend, Herr Wolf. Frau Dr. Reich, damit wir uns mal alle auf dem gleichen Stand befinden, wie viele Menschen in Österreich wurden denn bisher gegen Corona geimpft? Genau. Nach meinen Aufzeichnungen sind das 6.770 Personen. Das sind die Personen, die in unserer ersten Priorisierungsliste vorgesehen sind. Aber laut Ministerium wurden schon bis 30. Dezember, also vor knapp einer Woche, rund 6.000 Menschen geimpft. Das heißt, in den letzten 6 Tagen wurden gerade mal 700 Menschen geimpft? Ja, das ist korrekt. Wir haben einen gemeinsamen Impfstart für den 12.01. ausgemacht. Das war zu einem Zeitpunkt, wo klar war, dass wir impfen werden, aber wo noch nicht klar war, wie viel Impfstoff gelangt nach Österreich, in welchem Zeitraum. Und um einen wirklich gleichmäßigen Start in Österreich haben zu können und nicht das First-Come- und First-Serve-Prinzip zu verfolgen, wurde in der gemeinsamen Abstimmung mit den Alten- und Pflegeheimen, die jetzt in dieser ersten Phase dran sind, ein sicherer Start für den 12.01. vereinbart. Und deswegen liegen wir genau im Plan. Das mag Ihr Plan sein, aber in Österreich leben 158.000 Menschen in Alten- und Pflegeheimen. Ja. Davon wollen sich gut 3/4 impfen lassen. Das sind etwa 120.000. Mit den Impfdosen, die seit letzter Woche in Österreich sind, hätten Sie schon die Hälfte davon impfen können. In Pflegeheimen sterben momentan am Tag 20 bis 30 Menschen in Österreich. Kommt es da nicht auf jeden Tag an? Die Impfungen sind eine logistische Herausforderung für die Alten- und Pflegeheime. Das ist insgesamt eine hochkomplizierte Logistik, da wie wir wissen, dieser Impfstoff tiefgefroren ist. Wenn er mal aufgetaut ist, muss er innerhalb von wenigen Tagen verimpft werden. Deswegen stellt das natürlich Alten- und Pflegeheime vor eine gewisse Herausforderung und die muss wohl geplant sein. Eine Hauruck-Aktion zu machen, ist immer schlecht. Es haben viele Pflegeheime den 12.01. als ihr sicheres Startdatum angegeben. Jedoch sind einige bereits früher startklar und haben ihre Impfungen bereits abgerufen. Aber Frau Dr. Reich, jetzt hat Deutschland wohl ähnliche Pflegeheime wie Österreich, ähnliche logistische Probleme und kriegt genau gleich viel Impfstoff. Trotzdem wurden in Deutschland allein in Pflegeheimen schon 190.000 Menschen geimpft. In ganz Deutschland wurden schon, Stand heute, 316.962 Menschen geimpft. Das sind 5-mal so viele fast wie in Österreich, umgerechnet. Herr Wolf, ich kann Ihnen sagen, uns ist wichtig, dass wir den kommunizierten Plan und diese Verlässlichkeit des Plans auch einhalten wollen. Aber warum ist das wichtig? Warum ist das wichtig? Menschen brauchen Sicherheit. Menschen, die mit diesem Impfstoff arbeiten, brauchen Sicherheit, dass sie zum Zeitpunkt X auch diesen Impfstoff haben und auch vorbereitet sind. Frau Dr. Reich, würden nicht 80-, 90-jährige Menschen in Pflegeheimen, die Angst vor einer Corona-Infektion haben, weil sie mit einer hohen Wahrscheinlichkeit daran sterben können, würden die nicht die Sicherheit brauchen, dass sie möglichst schnell geimpft werden, wenn die Impfung da ist? Die Menschen in den Pflegeheimen brauchen mehrere Sicherheiten. Sie brauchen die Sicherheit, dass sie ausreichend geschützt sind, auch ohne Impfstoff. Die grundlegenden Sicherheitsmaßnahmen sind ein Teil des Konzeptes. Die Impfung ist jetzt der wesentliche Meilenstein. Es braucht aber auch entsprechend Zeit für Gespräche, Aufklärungen, für wirklich die Maßnahmen, die notwendig sind, um die Menschen zur Impfung zu bringen. Das ist mit einem kurzen Gespräch, wollen Sie impfen, nicht getan. Das heißt, Sie impfen deswegen so langsam, weil Sie nicht genug Impfwillige finden in den Pflegeheimen tatsächlich? Es geht nicht um die Impfwilligen, es geht darum, dass wir diese vereinbarte Zeit brauchen, um gerüstet zu sein für den Start, um dann keine Diskussionen zu haben, oje, jetzt haben wir doch einige nicht gefragt oder nicht aufgeklärt, das kann nicht sein. Deswegen braucht es diesen Zeitraum, der auch am Anfang so vereinbart wurde. Aber die Frage ist ja trotzdem immer noch, und ich kenne mich nicht ganz aus, warum braucht es diesen Zeitraum in Deutschland, einem sehr vergleichbaren Land, nicht? Und jetzt rede ich gar nicht von Israel, wo am Tag 150.000 Menschen geimpft werden. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich bin nicht in Deutschland, wir sind in Österreich und die Gespräche, die ab dem Zeitpunkt, wo wir wissen, dass wir impfen können, gelaufen sind, haben genau auf diesen Zeitpunkt und auf dieses Zeitintervall abgesehen. Gerade die Zeit zwischen Weihnachten ist eine kritische Zeit, mitunter auch eine personalkritische Zeit und auf diese Umstände wurde auch Rücksicht genommen. Und jetzt vermute ich, dass das in Deutschland auch nicht anders ist. Dort war auch Weihnachten. Aber jetzt in den Pflegeheimen, wo bereits geimpft wurde, werden offenbar auch jene Bewohner geimpft, die bereits Corona hatten und die jedenfalls für die nächsten Monate geimpft sind. Wäre es nicht sinnvoller, erst Menschen ohne Immunität zu impfen, solange der Impfstoff knapp ist?
Das ist eine individuelle Entscheidung, die in den Heimen erfolgen muss. Es ist nicht so, dass eine stattgehabte Infektion automatisch eine Immunität darstellt. Es gibt viele Patienten, die das einen sehr milden Verlauf hatten, und dann gibt es Patienten, die sehr ernsthaft erkrankt waren, und da muss man unterscheiden. Wie erklären sich eigentlich, dass die Impfbereitschaft beim Personal in den Heimen so gering ist? Nur die Hälfte etwa will sich impfen lassen. Also eine offenbar sehr hohe Skepsis bei Menschen, die es ja eigentlich besser wissen sollten. Das ist unser Thema, an dem wir kontinuierlich arbeiten. Wir brauchen eine hohe Impfwilligkeit, und mit 50% liegen wir weit über dem Schnitt, den wir bei anderen Impfungen haben. Aber das ist ein Thema, mit dem wir uns laufend beschäftigen. Aber warum eigentlich erst jetzt, dass die Impfung kommt, weiß man ja seit Monaten. Dass die Impfung kommt, weiß man seit Monaten, und wir tun auch seit Monaten dafür, entsprechende Aufklärungsarbeit zu leisten. Das Thema ist, wenn wir dann wissen, welcher Impfstoff kommt und was der kann, wird es dann natürlich immer vor dem jeweiligen Start interessant. Gut, also welcher Impfstoff kommt, weiß man auch seit dem 11. November. Ja. Jetzt, was sehr, sehr viele Menschen interessiert, ist, ab wann können sich eigentlich 80-, 85-jährige Menschen impfen lassen, die nicht in einem Heim wohnen? Genau, diese Patienten sind in der Priorisierung 2 dran. Das ist eine nachvollziehbare Priorisierung, die wir in den Dokumenten, die auf unserer Homepage liegen, klar gemacht haben. Und das wird März sein. Ja, wir brauchen den Jänner und den Februar, um die Priorisierung 1 durchzuführen und im März die anderen Patientengruppen zu starten. Können Sie das einem 85-Jährigen erklären, der heute den ganzen Tag hört in den Medien, dass 60.000 oder 57.000 nicht genützte Impfdosen in Österreich rumliegen, dass der erst im März drankommt? Es sind nicht genutzte Impfdosen, sondern es sind Impfdosen, die dann zum Zeitpunkt kommen, wenn das jeweilige Werk dafür vorbereitet ist, sie zu impfen. Wir haben nichts davon, die Impfungen auszuliefern, und dann würden uns vielleicht Impfdosen verderben, weil sie innerhalb dieser 5 Tage nicht verimpft werden können. Also ich glaube, dass es klar ist, für jeden eine herausfordernde Logistik braucht entsprechende Vorbereitung, und diese Logistik macht einen gewissen Zeitraum einfach notwendig. Die Hausärzte zum Beispiel klagen ja, und ja, die Ärztekammer, dass sie bis jetzt keinerlei Informationen haben, wie das bei Ihnen funktionieren soll. Wir sind laufend in Gesprächen mit der Ärztekammer. Die entsprechenden Informationen sind schon in den einzelnen Kurien und in den Bundesländern angekommen. Die konkreten Informationen, wie das organisatorisch abläuft, werden diese Woche abgeschlossen sein und an die niedergelassenen Ärzte ausgesendet werden. Aber jetzt wieder die Frage, warum erst diese Woche? Man weiß seit 11. November, dass Österreich diesen Impfstoff bekommt. Man weiß jetzt mittlerweile seit etlichen Wochen, wann er kommt, dass er Anfang des Jahres da sein wird, hat man auch gewusst. Das könnte doch alles schon stehen. Ich bin seit Mitte Dezember in dieser Funktion und tue ab diesem Zeitpunkt alles dazu, damit die Informationen, die da sind und die wir brauchen, zielgerichtet an diejenigen kommen, die einerseits geimpft werden und andererseits verimpfen. Es gab im Vorfeld ganz viele Themen, die wir besprochen haben und die natürlich sich im Laufe der Zeit geändert haben. Das war das Thema, kommt jetzt der BioNTech-Impfstoff gleichzeitig mit dem AstraZeneca-Impfstoff? AstraZeneca verspätet sich jetzt ein wenig. Das hat auf die niedergelassenen Ärzte natürlich eine Auswirkung. Und je konkreter wir sein können, weil wir wissen, wann was kommt, desto eher können wir dann konkrete Informationen abgeben. Der digitale Impfpass wird erst Ende März fertig. Warum so spät? Das kann ich Ihnen hier nicht beantworten. Es hat seine Gründe. Es muss eine leichte Verfügbarkeit sein. Es muss auch dort einen E-Impfpass geben, wo eine E-Card nicht gesteckt wird. Und das erfordert ebenfalls logistische, technische Herausforderungen. Aber über den digitalen Impfpass wird seit 2008 gesprochen. Ja, wir sind, glaube ich, 10 Jahre schneller dran, als es eigentlich geplant gewesen wäre. Also da hat die Pandemie einen Schub geleistet, dass wir das jetzt während der Pandemie hinkriegen. Das finde ich großartig. Zumindest hätte nicht 12 Jahre, sondern 22 Jahre lang dauern sollen, bis er kommt. Das kann schon sein, ja. Jetzt im Ernst? Im Ernst sind Digitalisierungsprojekte, die leicht verfügbar sind und die ganz viel Datenschutz und Verfügbarkeit haben, lange Projekte, die auch mit allen möglichen Stakeholdern abgesprochen sein müssen. Und manche Dinge brauchen eine Zeit. Ich gebe zu, dass 22 Jahre sehr lang klingt, aber von der Idee bis zur Realisierung vergeht auch nochmal eine Zeit. Die Ärztekammer und auch der Corona-Beauftragte des Landes Salzburg, den wir vorher gerade gesehen haben, kritisieren, dass es nach wie vor keinen ganz konkreten, transparenten Impfplan gibt, in dem auch ganz konkrete Zahlen stehen. Wann kommt denn der? Dieser Impfplan konkretisiert sich jetzt und kann diese Woche fertiggestellt sein, da wir jetzt wissen,
wann wie viel kommt und wir zur Verfügung gestellt wird. Es geht ja nicht darum, wie viel wir haben, sondern wie kommen die Menschen zu diesem Impfstoff. Und das wird Teil dieses Impfplans sein. Wo finde ich mich auf dieser Liste und wie kann ich dann wissen, an wen ich mich wenden kann? Ich wiederhole mich, Frau Sektionschefin, aber seit 21.12. weiß das Ministerium ganz genau, wann welcher Impfstoff kommt. Jedenfalls haben Sie eine Aussendung gemacht, wo das ganz genau drinsteht. Aber es gibt jetzt, 14 Tage später, noch immer keinen genauen Impfplan. Es hat sich in der Zwischenzeit jedoch verändert, weil AstraZeneca in der Zwischenzeit eine Veränderung erfahren hat. Das heißt, es haben sich Veränderungen ergeben, die wir neu einarbeiten müssen. So ist das. Jetzt hat der Bundeskanzler vor einigen Tagen hier im Studio gesagt, bis Ende des ersten Quartals werden hoffentlich weit über 500.000 Menschen in Österreich geimpft werden. Das hat mich ein bisschen überrascht, weil laut der Aussendung des Ministeriums vom 21. Dezember werden bis Ende März 2,4 Millionen Impfdosen in Österreich sein. Man kann damit also 1,2 Millionen Menschen impfen. Sollten bis Ende März nicht weit über 1 Million geimpft sein? Sollten ja. Das ist das Thema der Impfwilligkeit und der Organisation, dass es auch wirklich klappt, diesen Impfstoff zeitgerecht und ohne Verschwendung, ohne Verwurf dorthin zu bringen, wo er hingehört. Machen wir es ganz konkret. Wann werden denn alle Menschen über 70, also die in der Hauptrisikogruppe sind, die sich impfen lassen wollen, geimpft sein? Das kann ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Wir wissen, dass wir im März mit der Gruppe starten, die nicht in Alten- und Pflegeheimen oder in sonstigen Betreuungseinheiten lebt. Und wir werden gerne regelmäßige Auskunft geben, wann das jeweilig soweit sein wird. Werden Sie die Impfzahlen eigentlich täglich veröffentlichen? Mit täglichen Impfzahlen ist es auch eine Belastung für diejenigen, die diese Zahlen erheben müssen und melden müssen. Und das Meldeintervall wird derzeit mit den Ländern besprochen. Also es könnte auch nur wöchentlich sein? Könnte auch nur wöchentlich sein. In Deutschland kann man es jeden Tag anschauen. In Italien kann ich live im Internet mitschauen. Das ist schön. Wir orientieren uns immer an den anderen Ländern und schauen, was möglich ist. Und unser Ziel ist natürlich eine sehr regelmäßig und hochfrequente Information. Frau Sektionschefin, vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen.